So, meine lieben Leute, der letzte Part hat zwar nicht die Überlänge himself, aber scheiß drauf, ich mache jetzt einfach einen neuen draus. Ich habe keinen Bock, eine übertriebenste Überlänge zu haben. Auf 30 Minuten möchte ich nicht unbedingt. Gehen wir mal zuerst rechts lang, weil rechts ist immer gut. Nein, okay, da geht's nicht weiter. Dann gehe ich links lang. Einfach mal gucken, ich vermute mal, da ist auch nichts. Ja, war mir schon irgendwie klar. Deswegen in der Mitte. Ganz versteckter Bodenschalter. Hui. Die trauen sich Sachen, du. Einfach so. Das habe ich nicht gesehen. Wenn ich nicht die komplette Lösung gehabt hätte. Ich habe keine komplette Lösung. Ich mache das alles komplett aus dem Gehirn. Huch. Da hüstelt's mich leicht. Oh, ein Riesenblabbelsen. Oh, mal kurz hinstellen. Ich muss mich einfach stehen. Ja. So. Einfach mal links lang. Links ist auch gut. Ist manchmal besser als rechts. Gucken wir einfach mal. Zack. Zack. Zack, 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 zack. Ja. Du hast ein rundes Mondgesicht. Ihr Skelettenviecher, ihr seid so einfach. Was, ihr lasst nichts fallen? Oh, das ist ja aber voll fies. Na, 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 na. Ich glaube, hier kommt was, oder? Ja, Skelettviecher ist aus dem Nichts. Mehr oder weniger aus dem Nichts. Man konnte sich schon denken, aufgrund der skelettigen Anmut. Stirb! Jawollo! Ich glaube, hier ist auch noch irgendwie... Selbst wenn es nur ein Rubin ist. Jeder Rubin zählt im Endeffekt. Und macht das Ganze zu einem Nichts. Mann, ey, hier war ja nichts. Oh. Eine versteckte Schatzkiste. Ganz versteckt. Du hast den Kompass gefunden. Damit kannst du das Versteck des Kerkermeisters finden. Wo ist denn die Karte eigentlich? Auf Select? Weiterspielen. Ja, 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 ja. Ah, oben. Auf X. Okay, okay, okay. Das sagt jetzt alles nichts. Dazu fehlt mir nämlich noch die Karte. Die Karte. Was ist das denn? Nun, ich bin erst der Dorfälteste Sorcerer. Ein guter Hut von mir. Mit dem Schatz aus diesem Palast kannst du gepanzerte Gegner bezwingen. Lass ihn dir nicht entgehen. Nein, lass ich schon nicht. Nein, 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 da läuft er rot an, die Sau. Manu! Aber hier ist einfach. So, Pfeile. Mach Auge auf! Arschloch, nein! Penner, bleibst du wohl! Umgenurrt! Was, verschlossen? Na dann brauchst du wohl den großen Schlüssel. Den hole ich mir jetzt auch, Pennersack. Penne! Bleibst du wohl da hinten! Komm her. Nun gut, egal, scheiß drauf. Ich werde bei mir in der Hadelhu jetzt den Schlüssel holen. Gehen. Ein Freund. Oh Gott. Ich gehe noch eine Runde. Vielleicht ist ja hier irgendwas. Ah, guckt, guckt, guckt. Habt ihr gesehen? Da ist nichts. Da ich nur den kleinen Schlüssel habe. Nicht mal den kleinen Schlüssel habe. Blupsen. Wo? Im Dunkeln ist gut munkeln, wa? Komm her, du kleine Sau! Lass dich von mir nehmen! Bolzen! Uah! Stirb! Unhold! Ja. Was ich mich hier nur bei Zelda 3 immer frage, ist: A. Warum sind die Sachen unter den Krügen und nicht in den Krügen? Später waren sie alle in den Krügen. Skurril ist skurril. Scheiß drauf. Dumme Fragen sind noch dümmer. Rein da in die Jutestube. Es ist immer noch dunkel. Ich will langsam wieder hell haben. Jawohl. Ich habe nämlich Angst im Dunkeln. Mhm. Ganz gar grausige Angst. Na, 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 na. Bossen! Zerstören wir mal einfach alles, was hier rumläuft. Komplett. Und ziehen ihn nackt aus. Ach, der ist hier schon nackt. Ah. Noch nackter geht's nicht. Ah, warum kommt ihr auf einmal? Ihr Penner! Dicke, dicke Ding! In einer kleinen Kiste ein großer Schlüssel. Du hast einen großen Schlüssel. Damit lässt sich so mal das Schloss öffnen.
wo kleine Schlüssel vorher versagten. La la. Da 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 da. Jetzt habe ich den großen Schlüssel, jetzt kann ich die große, große Kiste öffnen. Und wahrscheinlich auch den großen, großen Schlüssel Bla von Blahulsken. Mhm. Wenn ihr versteht. Oh, hä? Jetzt mal wieder hinsetzt. Na, vom ganzen Stehen kriegen meine Beine langsam. Kacke. Da, 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 du hast den Bogen gefunden. Jetzt verschieße Pfeile, solange dein Vorrat reicht. Ah, ah. Was geht mit ihm, ey? Hä? Nein, oh! Ihr seid mit Pascha Wulskis! Nein, blöde Hulzke! Bist du bescheuert oder was? Was passiert eigentlich, wenn ich in diese Krüge springe? Sieht schon mal ganz danach aus, als wenn man da irgendwas machen könnte. Oh, ich bin. Oi, ah, Momentchen. Kann ich doch mal ganz einfach. Nein! In einer Flasche aufbewahren. Ah, jetzt habe ich die eine aus Versehen eingesammelt. Na egal, jetzt habe ich eine Feder in der Flasche, ist auch gut. Das ist immer fein. So, da ich auch den großen habe, kann ich hier einfach mal durchgehen. Und es waret wieder Nacht. Bomben, oh, Multikill, Monster. So, da ich hier genug Pfeile habe, würde ich sagen, ich schieße einfach mal auf die Arschbacken. Ihr Arschköpfe! Oh! One Hit, Ulsku. Voll durchgeschossen. Bamsen. Das ist nice. Hurra, hurra, die Schule brennt. Da 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 da. Oh, ein Raum mit ganz vielen. Ey. Geld, Ulsku. Ganz viel Money. Money, would be honey in a rich man's world. Money, oh, da oben. Wir erklimmen den Turm der Gerechten. Und scheißen uns in die Hose. So. Diese Musik, ey. Balzen. Funktioniert. Der funktioniert wahrscheinlich nicht. Nein, funktioniert auch nicht. Es war nicht anders abzusehen. Oh, Kugeln. Ausweich-Action. Okay, der funktioniert. Alles nicht, Alter. Der oben links. Juhu. War jetzt nicht so schwer, nee. Ulften. Stirb. Ach, Dreck. Aber ich glaube, ich kann den bestimmt auch mit der Vase. Ah, fuck. Der hält ein bisschen mehr aus. Haha, zwei Schüsse nur. Das ist aber auch nicht so das Schwere. Lalalala, stirb. Nein, ja. Da, 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 da. Oh, Multikill. Ufto. Ach, Dreck. Voll in die falsche Richtung auch noch. Ich Trottelkopf. Buffen. So, alles schön. Pfeile? Mehr Pfeile kann ich überhaupt nicht tragen. Aber gut, dass es hier so schön viele Pfeile gibt. Weil jetzt kommt der Endboss. Als Kind hatte ich mir immer voll die Angst vor den Viechern. Weil es war so spannende Musik, es war dramatisch. Hoppala. Wow, dieses Geräusch, ich liebe es. Wow. Man kann die auch, glaube ich, normal schlagen. Jawohl. Ah! Wenn dann die Pfeile ausgehen. Fickenderbums! Aber wirklich spannend ist das Ganze ja nicht unbedingt. Wow. Oh! Obermods! Buff. Mit zwei Pfeilen überlebt. Super, ne?
weißt du, du hast das Amulett des Mutes errungen. Bringe es zu Sahasrala. Jetzt fehlen nur noch 2 Amulette. Und auf ins nächste Abenteuer! Auf zu Sahasrala. Ja, der erste Tempel war ja schon... Nein! Nicht so schwer, oder? Da-da! Top. Und jetzt kriege ich, glaube ich, die Turbo-Stiefel endlich. Mit denen ich dann rennen kann. Komm her. Oh, du hast das Amulett des Mutes errungen. Ich habe jedes Mal eine andere Stimme für den, so ein Scheiß. Naja, nur die Legende. Vor langer Zeit beschützte eine Familie das Königshaus von Hyrule. Oder Hyrule, ist mir scheißegal, ich sag Hyrule. Diese Familie, allesamt tapfere Ritter, bewachten auch das Amulett des Mutes. Doch die meisten dieser mutigen Streiter fielen im erbitterten Kampf gegen das Böse, um für die 7 Weisen zu gewinnen. Damit diese das Siegel erschaffen konnten. Es heißt jedoch, dass aus den Reihen der Nachfahren dieser Ritter ein neuer Held hervorgehen wird. Nun, Lune, ich glaube an dich. Es wird dir bestimmt gelingen, die restlichen Amulette zu erringen. Hier findest du sie. Nimm dies noch mit. Es ist ein Schatz von den Weisen weiter, der von den Weisen weiter vererbt wurde. Ich möchte ihn dir geben. Ah, Stiefel. Die Schwäche ist so schwer. Jetzt. Tut mir leid. Ich habe gestern einen Film gesehen, da kam das Geräusch vor, deswegen musste ich gerade so lachen. Nun rennst du wie der Wind und kannst alles Mögliche anrempeln. Halte dazu den A-Knopf eine Weile gedrückt. In einer der Höhlen östlich des Silersees ist etwas Nützliches versteckt. Einer der Höhlen? Was? Wo des Silersees? Habe ich gerade nicht drauf geachtet. Ich war noch mit meinem Lach. Östlich des Silersees. Also rechts. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, das war's auch erstmal wieder. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Auf zu Tempel 2 und einigen kleineren, nebenspannenden Nebensachen. Irgendwie so. Auf jeden Fall, ihr entscheidet, wie gesagt, ob ich Zeitquests machen soll, also auch Nebensachen entdecken, Herzteile suchen, blablubs, dies und das. Oder ob ich einfach nur Strike den Tempeln nacheinander folge und dann, ja, nichts mache. Einfach nur den Tempeln folgen und die Story spielen. Also, entscheidet ihr. Wir sehen uns dann auf ein neues bei Zelda. Tschüss.